Schön, dass ihr wieder einschaltet. Es ist Folge 50 von Dead Space Remake und der Marker, den wir ja zurück zum Planeten bringen wollen, ist bereits kurz vorm Verladen. Wir müssen allerdings noch an dieses Shuttle bringen oder auf dieses Shuttle bringen und darum geht es jetzt auch in dieser Folge. Und es wird nochmal eine heftige Wendung geben. Da habe ich nichts dagegen, wenn erstmal noch nichts passiert. Plasma-Energie. Da hinten ist noch so ein Ding. Bin da schon ran? Nee. Komm her. Jetzt haben wir's. Liegen keine mehr. Ziemlich wichtig. Aber ein so ein Ding sind 6 Plasma-Energie, sind 6 Schuss, die ich mit einer Waffe abfeuern kann. Das ist schon wichtig. Diese Munition. Da ich jetzt ja keine Probleme mit Sauerstoff habe, sondern nur eine Schwerelosigkeit da ist, wird es wieder atmen, hat trotzdem Probleme mit Sauerstoff, oder ist eine andere Sache? Ah, hier liegt dann noch ein bisschen was. Ein. Ah, hier haben wir noch so ein Energieding. Da kommt der Marker an. Sammeln, sammeln, sammeln. Ist noch ein Knoten, ne? Genau. Plasma-Energie. Der Energie weiß ich noch nicht, wohin damit. Nehmen wir die erstmal ein bisschen mit dir vor. Oh, 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 oh. Nicht, dass ich überfahren werde. Da will einer schießen. Oh, ich habe mir voll den Kopf weg explodiert. Ist ja noch mehr. Da war's das erstmal. Der läuft mit mir mit. Hängt er mir fest. Kann ich gar nicht gebrauchen. Muss ich den selber ziehen? Nee. Es ist schon verdammt gut gemacht. Ist doch gerade ein bisschen nervig, wenn man die alle sieht, aber es ist verdammt gut gemacht. Hier ist jetzt nichts und ich muss hier vor. Und da irgendwas mit der Energie, oder? Ich kann ja hier in der Energie noch was ändern. Das kann man so schönes machen. Frachtschienen-Ladeklappe. Nehmen wir einen Strom auf die Frachtschienen. Wahrscheinlich brauche ich dann das Ding, dann nochmal zu aktivieren. Ich weiß es noch nicht. Weil das hier ist ja schon aktiv. Okay, ich muss einfach wieder hoch. Okay, wegen Gleise wechseln. Weg mit dir. Weg mit dir. Nachladen. Ist noch irgendwo einer. Flieg erst ein bisschen. Bis ich einen Überblick gefunden habe. So. Gehen wir erstmal hierher und landen.
Ja, ich hab dich gesehen. Okay, damit kann man keinen Schaden anrichten. Nehmen wir das Ding. Damit kann man Schaden anrichten. Das war hoffentlich auch genug Schaden. Jetzt müssen wir mal ein Stück hier vorziehen. Schon nachher auch rankommen. Also wird ja wahrscheinlich an jedem Abschnitt so ein Ding jetzt kommen, ne? Ach da, okay. Stirb. Brenne für mich. Ich glaube, es war zu viel Feuer. Ach, da unten. Jetzt aber. Erwischt, ne? Ja. Jetzt gehen wir erstmal hier hinter. Landen wieder. Muss ich da nochmal hin? Dann müssen wir nochmal hoch. Aber wahrscheinlich jetzt hier nochmal auf Strom ändern, ne? Komm, land erstmal. Muss besser sehen können. Ladeklappe. Wieder landen und jetzt ist offline. Ich glaube, ich habe das zu früh geändert. Bleibst du jetzt mal hier unten? Das kann jetzt leider so Luft machen. Aber nein. Ja. Jetzt ist wahrscheinlich die Ladesteuerung. Außer es zieht sich selber rein. Da ist der Marker. Die Sicherungen sind noch aktiviert. Ich muss die Schwerkraft wieder herstellen, bevor wir ihn verladen können. Schnell, bitte. Platziere den Marker erneut. Achso, die Aufgabe. Das war die Aufgabe, so. So, da landen wir wieder. Und? Schwerelosigkeit deaktiviert. Genau. Kommen Sie schnell! Öffnen Sie die Luke für ihn. Ich bin unterwegs. Und ich gut aus hier. Sie hat ihn erschossen. Wow. Sorry, Isaac. Ich konnte ihm den Marker nicht anvertrauen. Kendra, was machst du da? Wofür mich meine Abteilung hergeschickt hat. Auch wenn mich die Werler nicht wie geplant rausholen konnte. Abteilung? Wer bist du? Ich arbeite für Earthgov. Ich kümmere mich um ein sehr altes Problem.
Ich sagte dir und Hammond schon, dass Aegis 7 tabu ist. Der Planet war ein einziges staatliches Forschungsprojekt. Der Marker? Das göttliche Artefakt? Wurde von Menschenhand gebaut. Das ist unmöglich. Wir sind im Weltall. Man hat das Scheißding ausgegraben. Nachdem es hier vor Jahrhunderten hinterlassen wurde. Selbst Kain hat es nicht mitbekommen. Der erste Marker wurde in einem Krater auf der Erde gefunden. Und der? Der war echt. Außerirdisch. Genug für die Gründung von Unitology. Unsere Wissenschaftler haben den roten Marker untersucht und konnten ihn nachbauen. Irgendwo mussten sie ihn jedoch testen. Aegis 7. Das Resultat ist bekannt. Eine Geschichte des Schreckens. Ich dachte, die alten Berichte wären Hysterie, doch... Doch dann sah ich, was ich sah. Das System wurde völlig abgeriegelt, alle Aufzeichnungen vernichtet, bis die CEC gierig wurde. Sie haben Aegis 7 auseinandergenommen und zum Leben erweckt, was das Forschungsteam zurückließ. Also hat Earthcorp dich geschickt, um alles zu vertuschen. Mist, wir müssen den Marker zurückbringen. Sollte noch jemand Aegis 7 entdecken? Er war schon mal verschwunden. Wir können es wieder tun. Ich weiß, was der Marker mit deinem Kopf anstellt. Er muss unter Verschluss. Und übrigens, wir waren ein tolles Team. Du wirst einen anderen Weg von der Ishimura finden. Du bist ein verdammt guter Ingenieur. Dein Experiment wird uns alle umbringen! Daniels! Oh, es war alles umsonst! Hier soll ein Hologramm folgen. Ich hab kein Hologramm. Isaac, komm, hier ist Nicole. Wo bist du? Im Flugsteuerungsraum. Bitte komm sofort zu mir her. Noch gibt es einen Weg hier raus, aber wir müssen uns beeilen. Bin schon unterwegs. Bin gleich da. Was haben wir hier noch drin? Das sah jetzt aus, als hätte die Schranktür direkt an den Kopf bekommen, so wie er sich bewegt hat. So. Warum habe ich den Schrank so schnell aufgemacht? Das kann doch ins Auge gehen. Das ist ein weiter Weg. Ich habe nach dir gesucht. Die halbe Ishimura fällt auseinander. Und in der anderen Hälfte wimmelt es von diesen Dingern. Wie kamst du hierher? Der Weg ist frei. Ich kann immer auf dich zählen. Diesmal nicht. Daniels hat mich reingelegt. Du wusstest nicht, dass sie den Marker mitnehmen würde. Sie hat uns hier zurückgelassen. Es gibt noch Hoffnung. Du kannst das Shuttle zurückrufen und es von hier fernsteuern. Hol den Marker, dann bringen wir ihn nach Aegis 7 zurück. Du kannst uns wieder vollkommen machen. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Schon okay, Isaac. Du weißt, was zu tun ist. Rückruf des Shuttles USG-09. Vorbereitung zum ferngesteuerten Andocken läuft. Verdammt, Isaac! Du weißt nicht, was du tust! Doch. Wer wird sich dafür verantworten müssen? Scheiße! Warnung! Rettungskapsel von Shuttle USG-09 gestartet. Rettungskapsel? Verdammt! Wir haben sie verloren. Das spielt keine Rolle. Sie kann dem Schicksal nicht entgehen. Wer kann das schon? Na, kommt's gleich wieder? Da muss ich schon laufen. Man muss warten. Ah, die Pforten öffnen sich. Und das Shuttle ohne den Schergen kommt zurück. Es geht los. Isaac. Ich weiß. Ishimura ist hinüber. Wenn wir im Shuttle sind, gibt es kein Zurück mehr. Sieh nicht zurück.
Geh. Ich programmiere das Shuttle mit der Flugroute nach Aegis 7, dann komme ich an Bord. Hältst du mir den Rücken frei? Versprochen. Jetzt. Ich soll zum Shuttle.